Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Going Medieval mal wieder. Going Medieval ist nun mittlerweile ein Jahr alt, ist zwar immer noch im Early Access, aber da kamen jetzt in letzter Zeit doch ein paar ja, ganz gute Updates raus, muss ich sagen. Und da wollen wir doch gleich mal reinsliden. Jetzt in dem letzten Update sind die alten Welten leider nicht mehr kompatibel. Aus einem ganz bestimmten Grund, den werde ich euch aber gleich, wenn wir in-game sind, einfach mal ein bisschen genauer erläutern. Aber jetzt erstmal schnell wieder ganz normale Game am Laufen. Das ist alles immer noch dasselbe, sind auch immer noch dasselbe Wappen haben wir. Wir nehmen einfach mal die Talmap, nehmen aber eine große. Jetzt suchen wir noch einen guten Namen, nehmen wir doch Brockhall. So, was auf jeden Fall neu dazugekommen ist, man kann die Charaktere jetzt komplett anpassen, wie man will. Man kann den Hintergrund, man kann ja alles anpassen, theoretisch. Man kann hier sogar Vorteile noch mit dazu nehmen. Aber ich würde sagen, wir bleiben einfach mal bei unseren Charakteren. Wir werden uns maximal wieder welche randomisieren. Also wir werden jetzt nicht anpassen, wie wir es am besten haben wollen, weil das wäre ein bisschen zu einfach, finde ich. Wir werden einfach mal nochmal würfeln, mal schauen, was wir jetzt so haben. Ja, das können wir auf jeden Fall lassen. Hier haben wir einen mit Bergbau 30. Mensch, Intellekt 20. Das ist ja, das fängt ja gut an. Das ist so mehr oder weniger, ja gut, der hat Schmieden relativ gut. Ansonsten ist das, ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Nochmal Bergbau 24. Intellekt 13, Nahkampf 17, das ist nicht schlecht. Was hatten die anderen denn für? Nahkampf 10, Meisterschütze 9, naja gut, Nahkampf 15. Da hätten wir jetzt wirklich nur Nahkämpfer erstmal. Aber das ist ja egal. So, genau, dann wollen wir mal weitergehen. Nochmal die Zusammenfassung. Tipps brauchen wir diesmal keine. Und wer die Story dahinter nicht kennt, also das ist jetzt die zweite Staffel gerade. Die erste Staffel habe ich, keine Ahnung, von einem halben Dreivierteljahr, kam hier auf dem Kanal schon mal eine kleine Folge. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile die erste Staffel quasi hatte. Aber jetzt auf jeden Fall ein neues Leben. Die Pest hatte auf den britischen Inseln gewütet und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Unzählige Millionen starben vorzeitig und die Überlebenden stürzten in Armut, brutal gezeichnet von den Schrecken, die sie miterlebt hatten. Nichts würde mehr so sein wie zuvor. Beim Erblühen der Erde im Frühling des Jahres 1353 machten sich Rickett, Harnett und Brent auf den Weg in die Wildnis, um ein Stück des Landes als ihr eigenes zu beanspruchen, wie es ihnen in den Augen Gottes und laut Gesetz zustand. Hier können sie den Grundstein für eine Art von Zukunft legen, vielleicht entsteht daraus Hoffnung. Harnett ist zuversichtlich, sogar trotzig, wir werden das hinbekommen, wir werden unseren Anteil an Land nehmen, dort bauen und es verteidigen. Viele haben es versucht, einige sind gefallen, von Banditen bedrängt, von der Dürre besiegt, doch viele haben sich auch durchgesetzt. Habt Vertrauen, der Ort, den wir gefunden haben, wird auch in Jahrhunderten noch stehen. Unsere Nachkommen werden noch dort sein. Nach vielen Strapazen kamen sie in ein Tal mit goldenen Ebenen an, das von einem sich schlängelnden Fluss durchzogen war. Für Brent beschwor es Visionen von reicher Ernte, Gesang und Wein herauf. Ein Ort, um Wurzeln zu schlagen. Eine Heimat. Sie beschlossen, sie Brockhall zu nennen. So, und das ist auch unsere Story quasi. Wir sind im England um 1350 und da wütet gerade die Pest.
Und jetzt sind wir hier mit unseren drei Siedlern und müssen eine neue Siedlung gründen, eine neue Siedlung aufbauen. Und ja, also das Spiel hat viel Micromanagement. Der eine kennt vielleicht RimWorld, das ist so ungefähr ähnlich, nur ist das, wie ihr schon gesehen habt, natürlich 3D. Und der Grund, warum die alten Speicherstände nicht mehr kompatibel sind mit dieser Version, mit diesem aktuellen Update, wir haben jetzt Nutztiere, wir haben Ziegen, wir können Tiere domestizieren, ich glaube sogar Wölfe können wir domestizieren, um Hunde zu kriegen. Aber genau, das ist doch mal wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch domestizieren können. Also das ist den ja sowieso nicht, weil der tot ist. Aber ja, was liegt denn hier? Oh, ein Fuchs. Ein Fuchs ist auch neu. Wild. Oh, warte. Zähmen, ja, wir können sogar Füchse versuchen zu zähmen. Schön. Was ich auch gesehen habe, es soll wohl auch Wildschweine oder sowas in der Art geben. Aber gut, wollen wir erstmal anfangen? Ganz simpel. Wir brauchen erstmal für die Sachen, die wir mitgebracht haben, einen Lagerplatz. Den werde ich erstmal ganz stumpf draußen aufbauen und dass das Zeug nicht so schnell verrottet, werde ich aber trotzdem gleich einen geeigneten Untergrund nehmen. Aber wo wollen wir denn... Oh, hier kann man gar nicht ganz an den Rand bauen, okay. Aber wo wollen wir denn unser Lager aufbauen? Komplett mittig ist eigentlich schon sehr sinnvoll, weil... Wenn später wir überfallen werden und die Leute am Rand der Map spawnen, ist es schon sinnvoll, wenn wir von jeder Seite, sag ich mal, denselben Platz haben, uns vorzubereiten. Aber gut, da werden wir jetzt erstmal schnell hier eine kleine Plattform bauen lassen. So. Und jetzt haben wir hier quasi unsere erste Plattform. Jetzt haben wir natürlich noch keine Materialien dafür. Da werden wir einmal das, was wir alles mitgebracht haben, erlauben, dass sie das benutzen dürfen zum Bauen. Also mal erlauben. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht genug Materialien. Da können sich welche schon mal dran machen, oder hier ein paar Bäume zu fällen. So, die Tätigkeiten, die werden wir jetzt erstmal so ein bisschen außen vor lassen. Wir können aber mal in die Verwaltung reingehen, während die hier so bauen. So, der brennt. Er hat Meisterschütze 0, also der kriegt auf jeden Fall Nahkampf. Ich weiß nicht, was wir überhaupt so für Waffen da haben. Wir haben zwei Bögen, ein Schild, ein Kurzschwert, ein Speer. Okay, der brennt, der kann auf jeden Fall Nahkampf einhändig nehmen. Genau, der nimmt auf jeden Fall Nahkampf einhändig, nimmt dann noch ein Schild dazu. Kleidung lassen wir, Rüstung können wir ja schon mal alles anmachen, dass die auf jeden Fall eine Rüstung sich nehmen, wenn wir die ersten Feinde gelegt haben. Der Harnold, er bekommt okay, Meisterschütze 0, Nahkampf 17, er bekommt auf jeden Fall den Nahkampf beidhändig. Und dann bekommst du einfach Fernkampf. So, jetzt ist die Plattform schon fertig. Dann können wir jetzt einen Lagerplatz errichten.
dass die Sachen schon mal, die wir mitgebracht haben, nicht so schnell verrotten. Hier wie das Heilpaket oder auch der Kohl, wenn der zu lange auf normalem Boden liegt, dann verrottet der einfach. Das wollen wir vermeiden. So, jetzt gehe ich mal in die Tätigkeiten rein. Also ich habe es am liebsten, Transport ist schon eine hohe Priorität. Einfach nur, damit das Zeug nicht so lange rumliegt. Eben, damit es nicht so schnell verrottet. So, und dann gehen wir mal schnell durch. Also ich habe jetzt mal so grob erstmal die Fähigkeiten, die Prioritäten verteilt. Also ich habe auf jeden Fall, der die höchste in irgendwas hat, der hat auf jeden Fall dort Priorität 1. Egal, was das jetzt erstmal ist, ob man das dann nochmal ändern für bestimmte Prioritäten, die sich da in die Quere kommen, wenn wir irgendwas dringender brauchen, das können wir dann während des Spiels ändern. Aber auf jeden Fall ist das jetzt erstmal bei uns das grobe Layout. Da ist, denke ich mal, also jeder hat, außer hier beim Bau, habe ich gerade nirgendwo Priorität 1. Das ist sehr schlecht. Wir haben halt zwei, die haben null Fähigkeit im Bauen. Das ist natürlich schon ein bisschen problematisch für unsere Vorhaben, dass wir nur einen einzigen haben, der halt wirklich bauen kann. Aber wir hoffen, dass wir vielleicht ja schnell einen neuen Siedler dazu bekommen. Ernten haben wir auf jeden Fall, also oder Botanik, die sind ganz gut dabei, 12 und 7, das ist schon nicht schlecht für den Anfang, sage ich mal. Ansonsten Schmieden, gut, und die ganzen Sachen hier hinten, die haben halt jetzt noch keine Bedeutung, sage ich mal, weil wir noch nichts haben, was wir machen können. So, was wir aber auch gleich noch machen können, ist einmal hier die Heidelbeeren. Lassen wir noch. Hier, das können wir ernten, das sind Kräuter zum Heilen für später. Aber was wir jetzt mal schnell noch machen können, ist schon mal unser Hausbaubeginn. So, und zwar werden wir gleich mit dem Keller anfangen, dass wir später mal nicht so viel Probleme haben. Und ich würde sagen, bei dem ersten Gebäude bleiben wir relativ gediegen, sag ich mal, und machen hier mal ja so ein Gebäude rein. Da jetzt am Anfang der Fortschritt relativ langsam ist, weil wir halt nur drei Leute haben, die sich um alles kümmern müssen, werde ich jetzt in der ersten Folge relativ viel zusammenschneiden. In der zweiten Folge werde ich dann mehr so Zeitrafferfunktionen benutzen und da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr lieber habt. Aber heute auf jeden Fall mehr so Gekatte, wenn irgendwas passiert, wenn ich irgendwas erzähle oder so. So, auf jeden Fall als kleiner Tipp, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, dass ihr hier nicht alle immer unbedingt am Bergbau beteiligen lasst, weil... Ja, ihr seht hier ja bei Brent, beim Bergbau ist er dann hier runtergegangen. Und wenn halt alle auf einmal hier runtergehen, ja, kommen sie halt selber nicht wieder hoch. Deswegen versucht dann, wenn einer unten ist, die Schneise nach außen fertig zu machen und dann ja sofort eine Treppe, dass die auch können die ganzen Sachen schon raustragen. Ist einfach viel besser. So, erste Nacht. Schlafen noch alle auf dem Boden. Aber zumindest alle hier im Lager, sag ich mal, bei den ganzen Sachen. So, hier war auf jeden Fall gerade einer, hat die Ziege gemolken. So wie es aussah. Genau. 2% Milch hat die. Da haben wir hier jetzt 2 Milch erhalten. Essbar und Kochmaterial. Also wir haben auf jeden Fall auch neue Kochmaterialien dadurch natürlich. Wir haben aber auch durch die letzten paar Updates, sind ja dann doch, das vierte große Update, was das hier ist mit den Tieren. Wir haben neue Sachen zum Bauen gekriegt. Der ein oder andere, ich weiß nicht, wer jetzt die erste Staffel schon gesehen hat. Wir haben Treppen, verschiedene Treppen. Wir haben
auf verschiedene Türen, ein Scheunentor sogar. Wir haben verschiedene Fenster. Die waren ja auch so schon da. Da kommen dann später auch noch ein paar dazu, wenn wir verschiedene Sachen erforscht haben. Wir haben viele Dächer, die waren aber das letzte Mal, glaube ich, auch schon alle da. Aber ja, wir haben auch so... Verdammt, also wir haben schon ein paar neue Sachen zu bauen auch gekriegt und Lagermöglichkeiten haben wir neue. Also es ist alles, also es ist viel dazugekommen in letzter Zeit. Achso, und liebe Freunde, was mir jetzt auch aufgefallen ist, wir haben noch gar keinen Zeitplan für unsere Siedler aufgestellt. Also ich habe das gerne so, ja, bis 4 können die schlafen, dann kriegen die noch eine Stunde Freizeit. Huch. Dann können die bis 12 arbeiten, kriegen nochmal eine Stunde Freizeit. Arbeiten bis 18. Stunde Freizeit und dann können sie schlafen. Und wir werden ja auch sehen, wenn das sollte nicht so 100% hinhauen, dass sie zu schnell erschöpft sind oder was auch immer, können wir es ja währenddessen immer noch anpassen. Aber jetzt, zweite Nacht, das Loch ist fast, also der Keller ist fast fertig ausgehoben. Wir können schon mal anfangen, ein paar Wände zu platzieren, dass das ein bisschen parallel geht. Ich werde jetzt auch für den Keller erstmal Lehmwände nehmen. Da können die ein bisschen parallel dran arbeiten. Die Treppe, die wird auf jeden Fall dann nochmal verlegt, auf jeden Fall. Also die ist so nicht final. So, also der Keller ist fertig ausgehoben. Und ja, da werden wir mal die Treppe etwas verschieben. Den Boden, den im Keller, den machen wir später rein. Wir werden die Treppe abreißen, werden da schon mal eine Wand hinsetzen. Ist, genau, es wäre natürlich gut, wenn er auch nach oben kommt. So, lassen die Wand eventuell schon mal bauen. Jetzt haben wir unten den Keller komplett ausgebaut. Jetzt werden wir aber noch schnell zur Stabilität. Ah, ich sehe gerade, das können wir noch gar nicht machen. Wir können noch keine Streben ziehen. Also werden wir erstmal ganz einfach hier bei unserem Holzboden bleiben, ohne Verstrebung für Stabilität. Wir sehen schon hier, haben eine Stabilität von 1 in der Mitte. Das ist natürlich für spätere Unterfangen nicht sehr vorteilhaft. Aber jetzt sollte es erstmal reichen. Dann können die den Boden fertig reinziehen. Und wir können schon mal die Wände hinsetzen. Und da zeige ich euch auch gleich, was auch noch neu dazugekommen ist. Also ich platziere erstmal schnell die Wände ringsherum. Mache eine schöne Tür rein. Die setze ich nicht unbedingt mittig. Die mache ich hier ein bisschen versetzt. Mache aber noch ein paar Fenster rein. So, Fenster sind platziert. Und was wir jetzt noch machen können, ist nämlich, wir können die Wände hier markieren und wir können das Aussehen ändern. Hier außen zum Beispiel können wir mehr so quere Balken nehmen. Das sieht dann auch mehr wie ein Haus aus. So, dritte Nacht. Der Boden ist fast vollständig reingezogen. Aber da können wir eben nochmal, bevor das gebaut ist, hier vorn die Treppe platzieren. In den Keller. Die machen hier vorn hin. Versuchen nochmal alles hier mit Boden zuzukriegen. Okay, und genau das ist gerade das Problem, da wir noch keine Querbalken, sag ich mal, haben. Da werde ich jetzt einfach erstmal
einen ganz normalen Balken da reinziehen zur Stabilität, dass ich hier alles wieder zumachen kann. Die Streben, die werden wir halt dann später machen. Und ich werde jetzt auch hier im Keller komplett einmal alles mit Holz den Fußboden machen. Und diese Variationen haben wir natürlich auch bei den verschiedenen Böden. Wir können quasi wie so eine Kante hinmachen. Auf einer Seite vier Seiten kann man quasi so Wege machen oder komplett. Also ist auf jeden Fall designtechnisch, kann man da jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr machen. Was ich jetzt auch gleich mal machen werde, bevor ich es vergesse, ein Lagerfeuer platzieren, dass schon mal unser Koch nebenbei unser Essen kochen kann. Oh, Tierfutter können wir jetzt hier auch machen. Da werden wir mal schauen, wie nötig haben sie es denn. Sind nicht hungrig. Gut, dann werde ich es mal pausieren auf jeden Fall. Oder ich werde machen, bis, ja, sag ich mal, 5 da sind. Aus was kann er es denn machen? Aus Heu. Ja, sag mal bis 2. Wenn 2 da sind, dann kannst du es immer machen. Und ansonsten normale Mahlzeiten. Ja, alles, was wir zurzeit haben, außer verdorbenes Fleisch, außer die ganzen Abfälle. Aber ansonsten kannst du aus allem, ja, eigentlich Firma machen. Aber das hat Priorität Nummer 1. Wenn man quasi 2 braucht und irgendwas zum Essen herstellen ist da, wird zuerst das gemacht, bevor das gemacht wird. Und was ich jetzt auch mal ändern werde, ist der Brennstoff. Wir wollen kein Holz und keine Kohle verwenden. Jetzt am Anfang, die Zweige reichen völlig aus erstmal, wenn wir genug Bäume fällen. Und dann können wir aber auch schon, dass die nächste Nacht nicht nochmal auf dem Fußboden schlafen müssen. Werde ich ein paar Betten schon mal platzieren. Und das ist auch neu in den letzten paar Updates dazugekommen. Wir haben jetzt einsame Reisende, wir haben jetzt Händler, die uns besuchen kommen. Händler und Karawane. Ein schlaksiger Hausierer leert seinen Rucksack und breitet eine Auswahl an Kuriositäten auf einem Leinentuch auf dem Boden aus. Ich kaufe und verkaufe Dinge, die mir unterwegs auffallen, sagt er mit einem schiefen Lächeln. Schaut euch an, wenn ihr wollt.
So, und da ist auch schon unser Händler. Ich weiß zwar nicht, was ihm einfällt, dass er einfach bei uns so reinkommt, aber egal. Wir werden mal sehen. Redekunst 10. Es ist auf jeden Fall für uns besser, umso höher die Redekunst, umso besser... Oh, Greta. Ist es auch natürlich beim Tauschhandel. Und genauso funktioniert das. Er bietet uns Waren an und wir bieten ihm dafür im Gegenzug auch Waren an. So, da haben wir es auch schon. So, hier drüben sehen wir die Sachen, die er anzubieten hat und was wir im Gegenzug tauschen können. Wollen wir mal sehen, ob wir irgendwas brauchen können. Die Preise sind natürlich auch abhängig von dem Siedler, mit dem wir, also den wir da hinschicken. Wir haben hier einen Basiswert und dann den Bonus von dem jeweiligen Siedler. So, Flachsamen, Gerste brauchen wir erstmal keine. Kohlsamen haben wir auch selbst. Fallen brauchen wir jetzt eigentlich noch keine. Deswegen lassen wir das mal. Kräuter haben wir auch genug. Kräutersamen haben wir. Also wir haben eigentlich zurzeit nichts, was wir von ihm benötigen würden. Wir haben 6x Eintopf. Da müssen wir uns dann demnächst auch ransetzen, dass wir ein Feld kriegen. Aber wir haben hier ja auf jeden Fall dann die Johannisbeeren, die wir auch weiterverarbeiten. So, und das ist jetzt unsere dritte Nacht, glaube ich, dritte oder vierte Nacht. Wir haben endlich Betten, wir haben zumindest außen ein... wir haben Wände, wir haben Türen und Fenster, wir haben einen Keller, wo zwar die Treppe noch nicht steht, aber ja, einen Keller haben wir. Keller auch ganz wichtig, vor allem im Sommer, für die Lebensmittel. Wenn die so wie hier draußen auf dem Lagerplatz liegen oder auch hier ebenerdig, wo es warm ist, dann verrotten die natürlich auch viel schneller. Deswegen Keller, wo es kühl ist. Am besten natürlich so tief wie möglich. Aber jetzt am Anfang haben wir natürlich noch nicht viel Möglichkeiten. Aber das soll es jetzt gewesen sein von der ersten Folge. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Kommentare, auf was ihr so Bock hättet. Was wir als nächstes bauen. Oder was ihr hier gerne sehen wolltet. Aber ja. Schaut dann gerne in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin und ciao.